Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich probiere heute mal ein bisschen was anderes aus. Hoppala. Und zwar stehe ich heute vor meinem Rechner. Das liegt daran, dass ich... Hoppala. So. Dass ich diesmal versuchen will, dass die Joy-Cons sich nicht immer disconnecten. Und dadurch, dass die Switch bei mir direkt zwischen dem Bildschirm steht und meine Tastatur so halb davor ist, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen Probleme macht. Und jetzt habe ich halt direkt einen Blick für die Joy-Cons auf die Switch. Wir wollten das Spiel mit Grüßen machen. Heute haben wir eine Runde. Heute haben wir Lust. So, schön anstrengen. Zieht schon wieder nach oben. Ich muss halt permanent runterziehen, ihr seht, jetzt zieht sie nach oben. Ich bin sehr schlecht in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man braucht. Ich hoffe schon, dass wir die ganze Zeit in die Tür der Akademie ballern. Ja. Ich glaube, man braucht irgendwas um die 600 Punkte. Das war sehr schlecht. Nur 120 Punkte. Heute hattest du wohl keinen sehr guten Tag. Kein Preis, versuchte Flugbanden einzuberechnen, Fadenkreuz. 150 brauchen wir. Ich weiß ja nicht, warum der so schlicht zielt. Ich kann höchstens probieren die Konsole. Oh, meine Tastatur zu stellen. Dann wollen wir doch mal. Komm, die 150 will ich haben. Ihr seht ja selber, wie der Cursor springt, wenn ich da Mitte ziehe.
240. Die 150 haben wir auf jeden Fall schon mal. Das 240 Punkte, das ist großartig. Du kannst es bestimmt noch besser, weil deine Leistung war schon ganz ordentlich. Eine Punktzahl von 400. 59 Rubine. Naja. Ich weiß, am Ende gibt es eh nur ein Herzteil. Wie viel haben wir da eigentlich gerade? 2. Aber wir können jetzt erst einmal zur Stätte der Lieder zurück, denn wir können ein neues Lied erlernen. Immer diese Wirbelstürme. Kisten haben wir keine, okay. Ich muss schon sagen, das mit Joy-Cons ist ein bisschen blöd. Dass die nicht so zielen, wie sie sollen. Also ey, das ist halt immer so verschiebt. Aber damit komme ich klar. Falscher Joy-Con zum... Oh, nein! Mit reinrollen. Na! Durch die gedrehte Kamera ist das alles. Dadurch ist das alles ein bisschen schwieriger. Diesmal stehen wir auf der Göttin. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsschrei berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, vernimm nun die Botschaft der Göttin. Sucher der heiligen Flammen. Lausche meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch eine heilige Flamme fehlt dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heilige Flamme wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich zum Vulkan Ildin, wo dich die letzte deiner Prüfungen erwartet. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Und ich weiß nicht warum, aber mein Mikrofon schlägt ab und zu mal aus. Dieses Lied heißt Odins Kraft. Ein Lied der Kraft, das dich führen wird, Gebieter. Du hast dir Odins Kraft eingeprägt.
Ich werde Dienstkraft für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zum Vulkan Eldin. Ich weiß nicht, ob das meine Kopfhörer aufnimmt oder so, aber ich werde mal... Da. Nochmal einen Tacken leiser machen wieder. Damit bin ich zwar allgemein leiser, aber die Mikrofonempfindlichkeit sinkt halt auch. Und mehr haben wir gar nicht. Also, ab nach draußen. Hier raus. Dann fliegen wir so gleich zum Vulkan. Wir haben unseren Boden verbessert, unser Schild ist verbessert. Nee, nicht Karte. Wir haben eine Fee dabei, könnten wir noch eine zweite gebrauchen. Wir haben einen gut verbesserten Köcher. Und hier haben wir die Aurasuche. Ja, alles gut. Und abwärts. So, ich denke mal... Der Tempel sollte passen. Ja, dort möchte ich hin. Wir sind am Vulkan Eldin angelangt. Suche mit der Aurasuche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Aber das erste, was ich mache, ist dort hochgehen. Da sind die. Was kann ich jetzt noch von euch? Na gut. Wie viele Bomben habe ich? 18, ja, kann man machen. Okay. Also Bomben kaufen braucht man auch gar nicht. Hier ist der Typ. Eine Klaue will ich mitnehmen. Nee, hier. Was ist das? Nee. Ja, komm. Oh.
Ich dachte, da wäre keine Lava. Na gut. Jo, probieren wir uns hier mal kurz rein. Wir wollten hier die Erde weiter mit dem Kram. Also ich weiß noch, wo ich hin muss, aber nicht mehr, wo genau das ist. Okay, jetzt weiß ich es wieder ungefähr. Komm ich da irgendwie rüber? Nee. Na doch, hier lang. Ich hätte auch zu der Statue reisen können. Welches ist denn das? Den Aufstieg? Ja. Dann wollen wir mal anfangen. Das ist von den Prüfungsliedern, das mir am wenigsten gefällt, weil es halt recht simpel klingt von der Spielweise, vom Ding her. Naja, stoße das Schwert jetzt in Ruhe und dann fangen wir hier mal an. Denn wir wollen unser Schwert ja immer noch weiter verbessern. Wir wissen ja, wie die Seiren funktionieren. Hast du noch Fragen? Nein, ich bin bereit. Wollen wir mal loslegen und schauen, was wir mit dem Hort kriegen. Und das Schöne ist, hier ist uns jetzt nicht so heiß. Ah, da kommt das nicht. Da kommt einer hier drin. Nein! Der ist hier, ja. Schön, dass wir da oben sind. Da oben ist auch einer. Nicht rein.
Und dann wollen wir mal hier ja ein bisschen besser sichtbar machen. Die hier ist besonders gefährlich, gerade für den Anfang. Weil natürlich gleich so einer steht. Ah! Gerade so nicht geschafft. Nein. Hätte ja klappen können. Vielleicht dichter. Ah, so war's. Ah. Jetzt haben wir zwar wesentlich weniger Zeit, da hinten müssen wir noch hin. Aber hier vorne gibt's auch eine, genau. Schon mal unsere Zeitschrift umsetzen. Ich mal noch oben lang. Ja, hier hätten wir das Seil. Hier irgendwas drin? Nö, außer ein fetter Hammer ist hier nichts. Beutel. Noch ein bisschen umgucken, wenn man schon mal hier ist. Ja, habe ich keine vergessen. Ist schon mal gut. Weil das ist immer doof, wenn man dann. Wollte eigentlich durch die Träne durchrollen, aber. Das hat ja nicht ganz so geklappt. Okay, das Verbrennen nehme ich jetzt mal hin. So, von hier aus. Bin ich einfach da drauf, der Fenster halt und einsammeln und wieder zurück. So, jetzt fehlen noch vier. Und alle da hinten. Und das war dann da, okay. Das wäre jetzt ein kleiner Umweg gehen, aber solange wie die Zeit erhalten bleibt, ist alles gut. Komme ich hier lang zurück? Hier komme ich nur noch oben. Nicht durch. Oh. Ah, jetzt kommt er gleich. Oh.
Die Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es schnellstmöglich eine Träne suchen. Wenn die Viecher uns erwischen, dieser Wächter, dann ist Ende. Können wir den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Ich weiß noch, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe. Du kommst zum Glück hier nicht rüber. Da! Spring halt auf die Lava. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich hatte so einen Schiss vor den Viechern. Aber die Musik ist schon cool. Aber wir sind gerettet. So, du haust mal schön ab. Ah, hier ist noch einer. Und die anderen beiden. Dort hinten. Ja, hier ist zum Beispiel auch ein Wächter. Dort ist noch einer. Und wo ist die letzte? Den letzten Strahl nicht. Hoffen wir mal, dass ich ihn von dort aus sehe. Weg. Okay, das Gute ist, man sieht halt jetzt, wo die ganzen Tränen sind, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Eine einzige fehlt mir. Gebieter Link, ich stelle fest, dass die Sammlung der Tränen nicht erfolgreich war.
Gebieter. Du kannst die Prüfung der Göttin so lange ablegen, bis du dich ihrer würdig erwiesen hast. Du solltest dir eine Taktik überlegen. Etwa die einfach zu finden Pränen bis zum Schluss aufzubewahren. Sammle 15 Pränen und kehre wieder hierher zurück. Ja. Schön, wir sind jetzt wieder bei Lull. Die Folge ist vorbei. Das war jetzt doof und ich werde für die nächste Folge mich wahrscheinlich wieder hinsetzen. Das macht sich einfach. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da und bis zur nächsten Folge. Tschüss.